Das kennt bestimmt jeder von euch so im Alltag, beim Haushalt oder beim Kochen gibt es immer mal wieder so Dinge, die immer wieder nerven, wo man immer wieder auf ein Problem stößt und dann ruft man die Mama oder die Oma an, um sich so berühmte Tipps zu holen, was Oma schon wusste. Aber die funktionieren dann auch meistens nicht, weil die aus dem letzten Jahrhundert sind. Deswegen gibt es jetzt von mir ein paar simple, aber wie ich finde, ziemlich geniale Tricks, um sich das eigene Leben ein kleines bisschen einfacher zu machen. Tipp Nummer 1, ihr kennt das, man sitzt vorm PC, will was spielen, hat ziemlich viel Durst und Tetrapaks, vor allen Dingen, wenn sie voll sind, haben ja das unglaubliche Potenzial dazu, dass der O-Saft immer genau dahin geht, wo er nicht hin soll, nämlich auf den Tisch und sonst wohin. Nun gibt es den großartigen Trick, dann im Grunde ein zusätzliches Loch reinzuschneiden mit einem Messer oder mit einer Schere, damit im Grunde während man ausschenkt Luft reinkommt und so die Flüssigkeit sanfter ins Glas geschüttet werden kann. Finde ich allerdings nicht so praktisch, weil wenn man dann im Grunde zumacht, dann hat man ja immer noch eine Öffnung und der Saft hält sich dann nicht so lang. Es gibt einen besseren Trick. Neues Glas. Kein Loch, sondern im Grunde den Tetrapack nicht senkrecht, sondern waagrecht halten mit der Öffnung am oberen Ende. Und schon kommt gleichzeitig mehr Luft in das Tetrapack und man hat keine Sauerei. Tipp Nummer 2, ihr kennt das. Man schneidet Knoblauch zum Kochen und so lecker Knoblauch ist, aber er stinkt ganz schön. Wie kriegt man das jetzt wieder los? Hände waschen bringt nie wirklich was, habe ich das Gefühl. Es gibt allerdings einen ganz simplen Trick und zwar tatsächlich die Hände abspülen, allerdings nicht mit warmem, sondern mit kaltem Wasser. Denn warmes Wasser öffnet die Poren und dann dringt der Geruch noch stärker in die Haut ein. Deswegen mit kaltem Wasser erstmal vorspülen. Und jetzt kommt der große Trick. Dann an der Metallspüle die Finger einfach abreiben. Ich habe keine Ahnung, was da für ein physikalischer Effekt entsteht. Aber nachdem man so ein paar Sekunden daran rumgerieben hat, ist der Geruch vollkommen verschwunden. Tipp Nummer 3, ihr kennt das. Man fährt für ein, zwei Wochen in den Urlaub und dann bleiben die Pflanzen allein zu Hause und vor allen Dingen Kräuter. Die brauchen ja jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag Wasser. Wenn man jetzt allerdings weder Nachbarn noch Family noch Freunde hat, die für einen irgendwie die Pflanzen gießen können, während man ein, zwei Wochen im Urlaub ist, gibt es einen ganz simplen Trick, indem man sich die Pflanzen einfach selber versorgen lässt. Und das geht einfach, indem man sich eine ganz normale PET-Flasche hernimmt, die mit Wasser füllt und dann im Grunde kopfüber in die Erde steckt. Ein bisschen feststeckt, irgendwo anlehnt. Und dann hat man so eine Art Wasserdrainage geschaffen, wo sich die Pflanze im Grunde genau die Menge an Wasser aus der Erde zieht, die sie braucht. Und so kann man tatsächlich Kräuter für 2 Wochen sich selbst überlassen. Last but not least, ihr kennt das. Man kocht sich einen Topf Spaghettis, aber wann sind die Nudeln fertig? Auf der Verpackung stehen zwar 8 bis 10 Minuten kochen, aber das ist ja von Herd zu Herd unterschiedlich. Es gibt ja diesen berühmten Trick, eine fertige Nudel oder offenbar fertige Nudel zu nehmen und an die Fliese zu werfen. Und wenn sie kleben bleibt, sind sie fertig. Ganz guter Tipp eigentlich, aber ich habe mich immer gefragt, warum an die Fliese werfen. Ich will ja nicht meine Küche tapezieren mit Nudeln, sondern ich will die Nudeln essen. Deswegen ist die bessere Variante einfach mal zu probieren, ob die Nudel fertig ist, oder? Genialer Trick, super simpel und die beste Variante rauszukriegen, ob Nudeln fertig sind. So, das war sie, meine Handvoll von simpel raffinierten Tricks, die das Leben garantiert sehr viel einfacher machen. Habt ihr auch so Dinge auf Lager? Dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ich werde es garantiert ausprobieren und dann vielleicht einen zweiten Teil dieses Videos machen. Oder noch besser, ihr dreht diese Tipps einfach selber und lasst mir das Video zukommen, zum Beispiel indem ihr es auf YouTube hochladet und mir den Link zukommen lasst. Und ich schneide das dann zusammen. Dann gibt es da bestimmt ein ganz lustiges Video dabei. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.